Am Anfang war es gar nicht so schlimm. Später ging es natürlich immer genau dann los, wenn ich es am wenigsten gebrauchen konnte. Am Geburtstag, im Urlaub, während dem Abi. Im Studium wurde es immer schlimmer. Ich wollte mich selbst verwirklichen, hatte große Pläne, das passende Studium, viele tolle Freunde. Dachte ich zumindest. Immer öfter musste ich am Wochenende absagen. Immer weniger Verständnis gab es. Und alles nur wegen diesen Schmerzen im Kopf. Die Schmerzen kamen dann auch immer öfter unter der Woche. Irgendwann gefühlt jeden Tag. Schmerzmittel? Natürlich habe ich sie genommen, war oft beim Arzt. Irgendwann war ich im Kopfschmerzzentrum. Endlich hat sich jemand Zeit genommen. Genauer nachgefragt und hingeschaut. Diagnose? Migräne ohne Aura. Rezept für Triptane, Migränemittel. Jetzt wird alles gut. Jetzt kann ich durchstarten, machen, was ich möchte, wann ich es möchte. Mit der Kaffeetasse in der einen Hand und mit meinen kleinen, mittlerweile sehr vielen und unterschiedlichen Rettern in der Tasche kann ich alles erreichen. Hab ich gedacht und weitergemacht. Studium erfolgreich beendet, Traumjob im Ausland ans Land gezogen. Leider auch mit der Migräne im Gepäck ging es rauf auf die Karriereleiter. Nicht stehen bleiben, weitermachen, ja nicht ausfallen. Niemand darf es merken, Probezeit schaffen, niemand darf es ahnen. Das war mein Mantra. Und dann kam sie. Die Work-Life-Imbalance. Die Woche über habe ich gearbeitet, am Wochenende nur geschlafen. Immer neue Ausreden gefunden, warum ich nach Feierabend keine Zeit hatte. Urlaub mit dem Freund, Fernbeziehung retten, gut genug sein, funktionieren, nicht möglich, ohne meine Pillen. Und so ging es weiter, bis es irgendwann gar nicht mehr ging. Und dann habe ich mal innegehalten, mich ernsthaft mit Medikamentenabhängigkeit und den Folgen von Medikamentenübergebrauch befasst. Niemand hat mir gesagt, dass eine Übereinnahme zu zusätzlichen Kopfschmerzen führen kann. Hätte ich das mal früher gewusst. Dann war ich in der Klinik und habe eine Medikamentenpause gemacht, quasi einen Entzug. Das wünsche ich niemandem.